Sprich drauf oder schreib mir eine Nachricht. Hey, mein Schatz. Ich wollte mich nur kurz melden, denn du bist ja offensichtlich schon zur Schule. Hey, Margot. Ich schon wieder. Wieso liegt dein Laptop zu Hause rum? Ich kann Margot heute schon länger nicht erreichen. Wie jetzt? Sie können Margot nicht finden? Wir haben nur bis 9 Uhr gelernt. Sie sagt, es würde viel länger dauern. Sie ist um 9 hier raus, ganz sicher. Der Kinocast. Chris, bist du bereit, mal kurz Hallo zu sagen? Hallo. Nee, warte, jetzt. Warte, nee, den guckt man noch den Trailer, glaube ich. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit uns in der Leitung ist die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Der Chris ist da. Hallo, Chris. Hallo. So, jetzt weiter. Trailer gucken. Und meine Wenigkeit, der Erik. Hallo in die Runde auch. Hallo auch herzlich willkommen, liebe Hörer, bei heißen Temperaturen hier in Deutschland. Ich hoffe, euch geht's allen gut, habt euch ein Eis genommen, euch mal irgendwo gemütlich hingesetzt, um jetzt die Sendung zu genießen. Wir waren in der Sneak Preview und haben auch so noch ein paar Filme geschaut und ein paar Trailer mitgebracht, ein paar neue. Und ich habe noch eine kleine Sonderaktion am Schluss, ja, also bleibt da mal gespannt, das ist dann im allgemeinen Teil drin. In der Sneak Preview hatten wir diese Woche den Film Searching und die aufmerksamen Hörer werden sich erinnern, wir hatten vor einiger Zeit mal einen Film, der hieß Unknown User. Das war einer von diesen, ich soll es nennen, ich glaube, ich erfinde jetzt einfach mal einen Genrebegriff, ich sag mal Screen Capture Movie auf Englisch oder auf Deutsch Bildschirmfilm, genau. Ich erfinde jetzt mal das Genre Bildschirmfilm. Ein Bildschirmfilm, das heißt, wo keine in Anführungszeichen realen Sequenzen gedreht sind, die irgendwo großartig außerhalb spielen, sondern wo man die ganze Zeit einfach nur so den Bildschirm abgegrabt sieht. Zumindest sollte es so den Anschein machen. Es sind natürlich auch einige Aufnahmen dann außerhalb gedreht worden, aber prinzipiell spielt sich der ganze Film auf einem Bildschirm ab. Ein Bildschirmfilm. Und so ist Searching auch so ein Film, also genauso wie Unknown User, wo ja so eine Art so eine Skype-Konferenz war, wo die so ein bisschen gechattet haben und plötzlich war da so ein unbekannter Nutzer mit in der Gruppe drin und die wussten nicht, wer das ist und haben dann versucht, das rauszufinden und dann gab es auch so mit Video-Chats und dann hat es nach und nach einen nach dem anderen dahin gemetzelt. Die sind dann irgendwie verschwunden plötzlich in dem Video-Chat und die haben dann versucht rauszufinden, wer das ist und es stellte sich dann raus, dass da wohl ein dunkles Geheimnis gibt, was alle verbindet und ja, dieses Geheimnis hat dann wohl Rache genommen. Bei Searching ist es ein bisschen anders. Es beginnt damit, dass wir einen Windows 95 Bildschirm sehen und da wird ein neues Benutzerkonto eingerichtet für eine Familie, wo quasi gerade das Baby geboren ist, wie heißt sie im Film? Wie war der Name? Margot, genau. Margot. Die Margot. Margot Honecker. Die Margot gerade geboren ist und da richtet die Familie ein neues Benutzerkonto ein, quasi so ein Familienkonto und legen dann alle möglichen Sachen da drin ab. In diesem Benutzerkonto so Bilder und ja, lustige Beschreibungen, quasi wie so ein Scrapbook, was so Jahr für Jahr fortgeschrieben wird. Und das wird uns am Anfang in dem Film so Schritt für Schritt erzählt, wie so die ersten Jahre waren mit dem Baby und die Familie so happy. Und dann legt sich auch schon so ein bisschen so ein dunkler Schatten über die Familie, denn da gibt es so ein paar ja, gesundheitliche Probleme auch, die dann so auftauchen. Ich versuche ganz bewusst jetzt nicht zu konkret zu werden, um nicht ja, eventuell was vorwegzunehmen, was einen doch ein bisschen überrascht hat. Denn mich hat irgendwie so alles überrascht. Ich wusste irgendwie von dem Film gar nichts. Und das fand ich auch ganz gut so. Und deswegen versuche ich jetzt so vage wie möglich zu bleiben. Der entscheidende Punkt ist dann, als die Tochter plötzlich verschwindet. Die ist dann allerdings schon 16 Jahre alt. Also wir haben dann schon die Geschichte ein bisschen erzählt bekommen bis dahin. Da ist einiges auch passiert, was wir intensiv miterleben durften. Und als sie dann 16 ist, verschwindet sie plötzlich eines Tages. Sie ist nicht, zu Hause steht ihr Laptop noch. Also sie ist offensichtlich nicht von der Party, auf die sie gegangen war, irgendwie abends, nachts heimgekommen und
Früh hat sie nicht ihren Laptop genommen und ist in die Schule gegangen, sondern ist einfach weg. Und jetzt versucht der Vater anhand von quasi digitaler Forensik, nenne ich es mal, auf ihrem Laptop versucht er ausfindig zu machen, zum einen, mit wem war sie befreundet. Da reaktiviert er zum Beispiel auch noch das alte Benutzerkonto, um da zu gucken, was hat sie da für Freunde gehabt, und telefoniert die so ab. Und stellt halt fest, dass so die Kindergartenfreunde, in Anführungszeichen, mit denen hat sie irgendwie so gar nicht mehr viel zu tun. Und er muss dann einen Schritt weitergehen, nimmt ihren aktuellen Laptop, den sie ja liegen gelassen hat, und versucht da an ihre Benutzerkonten ranzukommen. Das klingt natürlich erstmal nicht so einfach, aber als er dann irgendwann mal einen Zugriff hat zu einem E-Mail-Account, was er dann benutzen kann als quasi sende mir hierhin ein neues Passwort, damit ich den Dienst freischalten kann, kann er dann so peu à peu so die Sachen aktivieren. Aber er weiß natürlich nicht, wo sie sich überall rumgetrieben hat im Netz. Es gibt ja heutzutage so viele soziale Netzwerke, Plattformen, wo man sich rumtreiben kann. Und so beginnt halt für ihn eine nahezu aussichtslose Suche. Er hat natürlich die Polizei auch schon informiert. Da ist ihm eine Frau zugeteilt worden, die wohl eine ganz gute Historie hat im Lösen von Kriminalfällen. Und sie unterstützt ihn dann auch stark. Und er verlässt so gut wie nicht das Haus. Deswegen sehen wir ihn dann immer am Computer sitzen, wie die Kamera ihn dann so filmt. Und wir sehen die Fenster, die er öffnet, wonach er sucht. Und das Ganze hört sich wahrscheinlich auch wie bei Anja und User ein bisschen tröge an. So, wie soll man sich das vorstellen, da Bildschirm und so. Das ist aber relativ spannend und interessant gemacht, weil das in sich völlig konsistent ist. Also gerade auch, wenn man sich so ein bisschen mit Computern auskennt, da ist jetzt nichts dabei, was es irgendwie völlig Banane ist, wo man sagt, boah, also das ist jetzt Käse, das geht so nicht. Und da könnte einen ja so ein Film, der darauf baut, die ganze Zeit einem das zu zeigen, könnte einen sehr schnell verlieren. Aber hier macht eigentlich alles relativ Sinn. Und ich finde, der findet einen guten Mittelweg zwischen dem, was für die Allgemeinheit, die sich jetzt nicht so in der Tiefe mit Computern auskennen, aber trotzdem in sozialen Netzwerken aktiv sind, was die so wissen, dass die sich irgendwo wiederfinden, bis hin zu wirklich ziemlichen Cracks, die dann auch sehen, ja, das passt so oder das passt eben so nicht. Ja, er macht sich zum einen dann digital auf die Suche, mit wem war sie vernetzt in sozialen Netzwerken. Er kontaktiert diese Personen auch und muss dann auch relativ schnell feststellen, dass die selbst mit den Personen, mit denen seine Tochter am häufigsten interagiert hat in den sozialen Netzwerken, dass die eigentlich so gut wie überhaupt nicht so richtig befreundet sind. Also das war nur, ist ja jetzt so eine digitale Freundschaft, wo nichts dahinter ist. Und er findet dann auch noch so andere Netzwerke raus, wo sie gewesen ist, so eine Art Ustream, wo sie sich selber gefilmt hat und ihr Herz ausgeschüttet hat. Da sind auch noch ein paar Aufnahmen mit drauf. Und so kommt er halt peu à peu dann so ein bisschen dahinter, was da eventuell passiert sein könnte. Es sind sehr viele Unwägbarkeiten noch drin. Und er hilft der Polizei dadurch halt auch immer noch ein bisschen, dass er entscheidende Hinweise entdeckt und findet. Aber letzten Endes ist es eine verzweifelte Suche und er klammert sich an jeden Strohhalm. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Diesmal waren wir ja alle zugegen. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Chris schon wieder zurück ist. Ansonsten, der Chris ist zurück, der hat dir zugehört. Also, sehr, sehr gut. Ja. Der war gar nicht weg. Aber ich sehe gerade, Kate, ich weiß nicht, sind die Punkte, die du eingetragen hast, sind die aktuell? Ja, dann will ich mal hören, was du da zu sagen hast. Hammerfilm. Also, richtig gut. Also ich will den unbedingt nochmal sehen, weil ich habe während dem Filmverlauf, also abgesehen davon, dass ich die Art, wie der Film gemacht ist, sehr, sehr cool finde, und auch dieses Mal, dass es kein Horrorfilm ist und dass wir nicht von dieser Art der Film oder der Filmerzählung überladen werden von anderen Filme machen. Ja, also das finde ich schon mal ganz gut, dass es das immer nur ab und zu mal gibt und dass es kein Horrorfilm ist. Ich habe während dem Film immer wieder gedacht, oh, warte mal, aber, habe ich das jetzt richtig gesehen? So. Und man hat immer mal, also man muss wirklich ziemlich aufpassen, weil man entdeckt ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und mir ist auch immer wieder, habe ich so einen Gedanken im Kopf gehabt,
Ja, aber das könnte doch. Nee, zu verrückt. So. Und ich glaube, dass wenn ich den Film jetzt nochmal sehen würde, würden mir noch viel, viel mehr Sachen auffallen. Und der Film war durchdacht, clever gemacht, gute Schauspieler, ja, Top-Film. Also für mich ein Top-Film. Ich war begeistert. Ich war von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Fand ich gut. Ich habe mal ganz vergessen, wer da. Also die Hauptrolle spielt John Cho übrigens. Den könnte man kennen aus den Harold and Kumar-Filmen. Der war der Harold. und bei Star Trek spielt er den Sulu in der aktuellen Star Trek-Reihe. Und den hat man schon diverse Male irgendwo gesehen. Gedreht ist das Ganze von Anish Chaganti. Der hat bis jetzt eher so für Google zum Beispiel so Werbeclips gemacht oder so Kurzfilme gedreht. Und hinter dem Ganzen steht aber der Timur Bekmambetov, der ja Wächter des Tages und Wächter der Nacht und so visuell überragende Filme gemacht hat. Und der hat ja auch schon den Unknown User produziert gehabt. Da hat er ja auch schon einen Regisseur das Geld gegeben. Das scheint so sein Ding jetzt zu sein, diese Bildschirmfilme. Ja. Und Chris, war es auch was für dich? Oder sagst du, nee, ich sehe den ganzen Tag einen Bildschirm auf Arbeit? Jetzt muss ich hier nee, so ist ja nicht. Ich ja Gott sei Dank nicht. Ich bin ja da. Ich sehe die ganze Zeit vom Bildschirm deformierte Gesichter, aber nein, ich fand ihn auch extrem cool, weil es, ja, wie du schon gesagt hast, diese Elemente dann wieder drin hatte, wie bei Unknown User oder so, nur in dem Fall irgendwo besser verschachtelt, besser geplant alles. Der Film war oder ist für mich unglaublich durchdacht, weil er ja an ganz arg vielen Punkten ansetzt, er einen ganz arg oft in gewisse Richtungen lenkt und man muss schon wirklich aufpassen, welche Richtung man mitgeht und wie und was. Ich habe mir auch öfters während dem Film die Frage gestellt, so kann das so, ergibt das so, ist das so, Dann geht allerdings der Film konsequent die eine Richtung weiter und du denkst dir nur so, okay, wird dann wohl schon so sein. Also du lässt dich auch drauf ein. Und man kann ein Stück weit mitfühlen. Ich fand das grandios umgesetzt, was die Sache angeht mit den mit dem sozialen Medien, wie da auch die Stimmung umgeschwankt ist, also umgeschwungen ist. Umgeschwankt ist, glaube ich, auch wieder so schwäbisch. Wie die Stimmung umgeschwungen ist. Umgeschwankt, ohne E. Ja, umgeschwankt. Weil wenn man da am Anfang, da ruft er bei der einen an und sie so, ja, ich kannte die kaum, ich habe nur mit ihr gelernt, weil ich wollte aufs College und dank ihr konnte ich das schaffen. Und dann später Interview, oh, sie war meine beste Freundin. Und wie das dann alles auch so seinen Weg genommen hat. Und kennt man wirklich die Kinder? Kennt man eigentlich die Freunde? Was ist und also so viele extrem gute Ansätze einfach und die auch wirklich ganz arg gezielt umgesetzt wurden dann auch und auch logisch umgesetzt wurden. Und der Film bleibt sich halt komplett treu, weil er wirklich die ganze Zeit in diesem also diese Sache spielt, als ob man wirklich vor dem PC hockt und da mitschaut. Auch das finde ich gut. Einmal hat man gedacht, okay, jetzt brechen wir raus aus diesem System. Ja, genau. Und dann war es doch nicht so. Und das fand ich auch, der Film holt dich konsequent zurück in die Richtung. Immer wieder. Und du musst mitdenken, also man ist wirklich ein bisschen auch gefordert. Man macht ganz arg viele Stadien, glaube ich, von dem Vater auch irgendwo mit, weil man es nicht nur sieht, wie es ihm damit geht und diese Verzweiflung und Hilflosigkeit, die ich unglaublich gut dargestellt fand. Und es ist im Endeffekt eine extrem runde Sache. Punkt aus Ende. Ja, das mit und ich kenne jemanden, der aus dem Kino kam und ziemlich platt war. Ja, das wäre wo ich gewesen sein. Ich wollte aber noch mal ganz kurz einhaken. Also das Thema mit dem diese Gesellschaftskritik, das fand ich auch großartig eingesetzt. Also nicht so mit einem Holzhammer, sondern wirklich so ganz beiläufig, ja, am Anfang. Ja, aber halt auch so, wie es ist. Also nicht groß drumrum, nicht bam bam, sondern wirklich beiläufig, wie du sagst, beiläufig und so, wie es dann auch wirklich abläuft. Und das fand ich halt auch weil dann wirklich hängen die sehr, sich sehr gleich stark an irgendwelche Hashtags ran und versuchen da irgendwie so ein bisschen mitzuschwimmen auf der Welle. Und auf einmal sind sie alle die besten Freunde gewesen und ihnen tut es ganz leid, was da passiert ist. Aber die ganze Zeit hat sich keiner um die Person jeweils gekümmert und das ist ja auch immer das, wenn so ein Buzz entsteht irgendwie im Internet, was man da durchaus beobachten kann und welche, die sich ewig nicht gekümmert haben. Und ja, also das ist echt großartig umgesetzt gewesen. Und
Man muss sich halt auf den Film so ein bisschen einlassen. Das war ja bei Unknown User auch so ein Ding. Man dachte so, ja, als das anfing, okay, das bleibt jetzt so auf dem Bildschirm, okay. Und jetzt im Vergleich verliert Unknown User bei mir ein bisschen, weil das war irgendwie doch irgendwie immer nur dasselbe. Also ein bisschen recherchieren und ein bisschen Skype und ein bisschen, während hier wurden ja wirklich fast alle möglichen Register gezogen. Da gab es ja sogar auch verschiedene Arten von Kameras, mit denen Sachen gefilmt wurden, wo dann eben so Videoclips abgespielt wurden. Hast du halt auch gesehen, wenn das jetzt ältere Videoclips sein sollten, die sahen dann halt auch aus wie damals und halt so Außenkameras, die halt schon eine bessere Qualität hatten und ja, die ganze Recherche, das war halt in sich sowas von stimmig und ich finde es halt auch total verrückt, wenn die so einen Film machen, der muss ja auch lokalisiert werden, also wenn du den rausbringst, du kannst ja jetzt in Deutschland jetzt nicht einen Film mit chinesischen Schriftzeichen zeigen und mit WeChat oder sonst was, sondern da ist es halt eben, ja, das, was hier genutzt wird. Ich weiß halt nicht, wie der überhaupt transportiert wird, wie der lokalisiert wird in die einzelnen Länder. Würde mich auch mal interessieren, ob dann in China, ob das dann über WeChat läuft und über Baidu oder irgendwelche anderen Plattformen und oder ob das jetzt nur für uns bestimmte Sachen genommen wurden oder wie auch immer. Das wär, und die ganzen Übersetzungen, das war ja alles übersetzt, ne? Die ganzen Texte und alles. Ja, das fand ich aber auch schön. Also das fand ich auch eine richtig coole Sache. Das war ja bei Anne und User auch schon, das habe ich mir auch schon, aber da war es halt viel weniger, da war es halt eigentlich mehr oder weniger so ein Skype und halt so ein bisschen Internet-Browsing, aber hier, da war ja wirklich alles Mögliche, da war ja von Windows 95 Benutzeroberfläche über was weiß ich nicht alles, also naja, also mich hat der Film ja ziemlich platt gemacht, weil zum einen natürlich, wenn diese Hilflosigkeit, die kam bei mir extrem gut an von dem Hauptdarsteller, der eigentlich dachte, er kennt seine Tochter, er weiß, wie das so läuft, sie hat so ihre Regelmäßigkeiten und musste dann aber feststellen, dass gerade auch dadurch, dass er sich mal eine Zeit lang nicht so richtig um sie gekümmert hatte, dadurch hatte er auch so ein bisschen so den Kontakt verloren und hatte eigentlich überhaupt, als sie auf einmal weg war, jetzt überhaupt keine Idee, wo er überhaupt ansetzen soll. Ja? Also er kannte ihre Freunde nicht und gar nichts. Und ist dann halt von dieser Hilflosigkeit von einem zum nächsten gekommen und hat sich da so ein bisschen so lang gehangelt, immer so von einem Strohhalm zum nächsten und hat da irgendwie gesucht, immer im Hinterkopf, oh je, die ist jetzt weg und ist ja immer so, je länger eine Person verschwunden ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie irgendwie lebend gefunden wird und er wusste ja auch gar nicht, was da irgendwie passiert ist. Also da reichten ja die Spekulationen von A bis Z, also da war ja irgendwie alles dabei, auch ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, auch bei mir als Zuschauer, ich dachte auch, okay, von was sich von weglaufen über sonst was, war irgendwie alles dabei, was hätte sein können. Und der Film baut ja dann auch manchmal so Fährten auf, die er dann auch verfolgt, die irgendwie in sich schlüssig sind, wo man denkt, okay, das wird es jetzt wohl sein, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und dann ist aber doch irgendwie wieder ein bisschen was anderes und dann wieder was ganz anderes vielleicht oder so. Und dann irgendwie kommt es doch nochmal zurück zu was anderem und ja, also ganz, aber was man auch schön gesehen hat, gerade auch das Thema Datensicherheit, ne? Ich meine, wenn du irgendwie ein was hast, dann kommst du eigentlich an fast alle Daten ran. Ne? Wenn irgendwo ein unsicheres Passwort drin ist, dann kannst du dir von anderen Diensten dorthin deine Passwort-E-Mail senden lassen und so weiter. Ne? Also das ist auch ganz krass. Nee, aber. Ja, das fand ich auch wieder, ganz kurz, das fand ich auch wieder extrem schön und realistisch auch dargestellt. Weil es eben ja auch mit diesem Aufbau von, man hat quasi den Account von ihr gehabt oder halt, die haben ihre Accounts gehabt seit der Kindheit von ihr, also seit sie geboren wurde. Und deswegen ist es halt auch mit hochgewachsen und dann waren halt auch passend die E-Mail-Adressen noch hinterlegt, um die man sich einfach auch nicht mehr gekümmert hat dann, weil das ist, akzeptiert man dann, glaube ich, irgendwann mal und was weiß ich was alles. Und deswegen auch das fand ich durchaus realistisch, weil wenn wir ehrlich sind, wer hat dieses Jahr schon ganz arg viel Passwörter geändert? Also ich glaube kaum einer, oder? Ja, nur wenn man aufgefordert wird hier auf Arbeit. Ja, so sieht's aus. Ja, genau. Aber ich glaube, meine sind schon ziemlich sicher, glaube ich, die ich habe. Darum geht's nicht. Aber wann hast du sie zuletzt geändert? Stimmt. Das ist die Frage.
Ich hänge mal wieder eine Eins hinten dran. Nee, Spaß beiseite. Ja, diese Diskrepanz zwischen dem digitalen Leben und dem tatsächlichen Leben, die wurde ja auch ziemlich gut rausgearbeitet. Deswegen, da habe ich dann später noch mal eine kleine Aktion dann, wie gesagt, in dem allgemeinen Teil. Ja, ansonsten ziemlich guter Film, der mich doch sehr mitgenommen hat. Ich meine, gerade, man macht sich dann halt so Gedanken, was wäre, wenn, ja, also was wäre, wenn mein Kind irgendwie plötzlich weg wäre, ja. Wie könnte ich das nachvollziehen und sowas, was da, wo, wie und was. Gut, sie ist jetzt noch nicht keine 16, sie hat ist jetzt noch nicht so sehr auf eigenen Beinen, dass sie hier sogar selbst weggeht, irgendwie großartig lange und irgendwie. Aber man macht sich da halt schon so seine Gedanken und gerade diese Hilflosigkeit, die dann rüberkommt, ich meine, das kann man durchaus nachvollziehen. Das kann ja jeden treffen dann. Also, ich sag mal, wenn irgendjemand jetzt jemand verschwindet, auch aus einem vielleicht Familienkreis, muss jetzt nicht mal das Kind sein oder sowas. Einfach so, wo würde man ansetzen? Ja, wie fängt man das an? Tja, also der Film hat mehrere gute Messages, die er so transportiert, ist auch ziemlich stark und nimmt einen sehr stark mit. Ich bin eigentlich so, diese Bildschirmfilme, die funktionieren bei mir irgendwie nur einmal. Also ich hätte jetzt nicht, weil Kate, du sagst ja, du würdest ihn gerne nochmal gucken, bei mir funktioniert das nicht. Also wenn ich den zu Hause gucke, dann wirkt das für mich so sehr wie mein Computerbildschirm. Im Kino in der Sneak ist das eigentlich ideal. So da, also ich würde auch, glaube ich, nicht aktiv in so einen Film reingehen. Selbst wenn mir alle sagen, der ist gut, ich weiß auch nicht. Ich will dann, glaube ich, wenn ich ins Kino gehe, will ich einen richtigen fetten Kinofilm sehen, so wie Ant-Man in the West oder irgend sowas. Und kein Film, wo so ein Computermonitor abgefilmt haben die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen komisch, aber tja, wer weiß. Ich habe irgendwie diesen unknown User, der lief mal irgendwo, dann habe ich den hier angemacht und dann lief der bei mir auf dem Bildschirm hier neben dem Computer und das sah irgendwie so sehr nach einem normalen Computer aus irgendwie. Ja, naja. Aber das müssen die geschätzten Hörer dann selber entscheiden. Vielleicht unknown User lief ja auch ganz gut, wenn ich mich recht erinnere, in Kinocharts. Hat man einige Male vorgelesen. Also von daher geht da rein in den Film. Der startet aber erst im September irgendwann, Moment. 20.09. Bis dahin könnt ihr da noch gucken, wo der eventuell läuft, der Film. Und wenn euch Unknown User gefallen hat, dann müsst ihr unbedingt in Searching rein, weil dann seid ihr eher immer diese Art und Weise gewöhnt. Und wenn er euch gefallen hat, Unknown User, dann gefällt euch der mit Sicherheit auch. Achso, Punkte. Kate, du hattest hier schon 10. Ja, 10. Ich feiere den Film sehr. Ich gebe 9. Ja, ich bin auch bei 9. Wobei das jetzt so ein komischer Fall ist, weil ich möchte ihn eigentlich nicht nochmal gucken. weil ich habe eigentlich immer so eine Wertung, dass ich sage, okay, nochmal gucken, auf jeden Fall so über 5. Und wenn ich nicht nochmal gucken will, dann drunter. Aber ja, der war einfach gut, der Film. Trotz, dass es eben nur der Bildschirm abgefilmt war. Wie schauen denn die Sneak-Tipps aus, die Hinweise für die nächste Sneak-Preview? Für die nächste Sneak, wir haben auf jeden Fall wieder eine Doppelsneak, wie jetzt auch am letzten Montag, wo in der Sneak B übrigens Forever My Girl lief. Nur was so, dass man das auch mal erwähnt hat in unserer Metropol-Sneak. Stuttgart-Gruppe hat er bisher einmal 10 Punkte. Und zwar für die Erfahrung. 10 Punkte für die Erfahrung. ansonsten kommt der aktuell nicht über 3 Punkte hinaus. Nur mal ganz kurz so. Tipp A für Sneak A ist Dating im 21. Jahrhundert. Und Tipp B ist ungebremst. Okay. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, Kate? Exakt 2 Stück von dir. Oh, nicht der Einzige? Ja. Bei A, und ich befürchte, dass du da verdammt recht haben könntest, ist Safari Match Me If You Can. Und B, grüner wird's nicht, sagt der Gärtner und flog davon. Von dem Film habe ich noch nie was gehört. Ich weiß es auch nicht mehr, warum ich den getippt hatte, aber da war irgendwas ungebremst irgendwie, dass da irgendwas war da.
ich kann es jetzt nicht mehr kennen. Übrigens hier, Forever My Girl ist so eine Art, ist so eine Liebesgeschichte im Country-Milieu. Habe ich jetzt gerade mal rausgesucht. Da geht es um einen Country-Star, der kehrt seiner Heimat den Rücken, um da die große Karriere zu machen und entscheidet sich gegen die Liebe und kommt aber irgendwann zurück. Oh. Wie wird dieser Film wohl ausgehen? Ich weiß es nicht. Es könnte alles passieren. Unentschieden. Unentschieden. Es könnte alle, 0 zu 0. 0 zu 3. Ja. Es könnte alles passieren in diesem Film. Man weiß es nicht. Ja, das ist so eine vage Geschichte. Aber gut, es ist, ja. Gesehene Filme. Oh, da habt ihr was Neueres? Dann, ja, oder Kate, du? Ich weiß nicht, ob es beide. Ist das ein Nein, Film? Ich bin oder daraus. Film das oder ist ein Serie? Film. Das ist ein Film auf Netflix, der kam gestern raus mit Kristen Bell. Ich mag Kristen Bell. Ja, cool. So, der Film heißt im englischen Original Like Father, deutschen Titel wie der Vater. Und es geht um eine junge Frau, gespielt von Kristen Bell, die am Tag ihrer Hochzeit von ihrem Mann am Altar, also von ihrem zukünftigen eigentlich Mann, am Altar stehen gelassen wird. Noch dazu kommt, dass ihr Vater, den sie seit 26 Jahren nicht mehr gesehen hat, an diesem Tag auch noch auftaucht. Und sie ist eine, man kann es nicht anders sagen, Workaholikerin. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ihr Mann oder ihr Freund sie hat am Altar stehen lassen, weil sie konnte ihr Handy nicht zu Hause lassen. Und kam schon zu spät zum Altar hineinschreiten, weil sie noch einen Anruf entgegennehmen musste. Und genau, haut dann ab, nachdem er gesagt hat, er will sie nicht mehr heiraten, haut dann im Taxi ab nach Hause und dorthin folgt ihr Vater und überredet sie, mit ihr was trinken zu gehen. Einfach so. Sie müssen nicht reden, er will sie einfach nur sehen und jetzt nicht alleine lassen in dieser Situation. Also gehen die beiden in eine Bar und betrinken sich sowas von sinnlos. Beide hackedicht und wachen am nächsten Morgen auf dem Kreuzfahrtschiff auf in der Honeymoon Suite, die eigentlich die Hochzeitsreise sein sollte. So. Sie sitzen also auf dem Dampfer zusammen fest und müssen sich ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und mögliche Zukunft stellen. Und das auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Sie muss lernen, auch mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen, die Zeit zu genießen. Er muss versuchen, wieder ein Draht zu seiner Tochter aufzubauen, was natürlich nicht einfach ist, nachdem man 26 Jahre lang weg war. Und dabei helfen ihnen auch noch die festen Tischnachbarn. Man hat auf einer Kreuzfahrt feste Tischnachbarn. Drei andere Pärchen, mit denen machen sie dann viel. Also machen sehr viel Aktivitäten mit denen und überreden die und wollen damit helfen, dass die sich wieder verstehen. Und ja, typisches seltsames Getue von anderen Pärchen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt unter anderem auch Seth Rogen eine kleine Rolle. Der Vater wird übrigens gespielt von Kelsey Grammer. Und ja, das ist eigentlich Frasier, zusammengefasst. Frasier, was ist, Kelsey Grammer ist Frasier. Ja, zusammengefasst in kurzen Worten. Ein sehr, sehr schöner Film. Ich würde ihm jetzt nicht volle Punktzahl geben, aber ich bin befangen, weil ich ein großer Bell-Fan bin. Ich fand den prima. Es ist ein richtig schöner Samstagnachmittag, viel zu heiß draußen, wir bleiben auf dem Sofa liegen, Film. Über Töchter und ihre Väter. Also ich hatte von dem Film jetzt nicht so wahnsinnig viel Gutes gehört, eher so belanglos und so. Ja, und ich finde... So nach dem Motto, da wäre eine Liege auf dem Sonnendeck, ein entspannendes Nachmittagsschläfchen besser als dieser Film oder so. Ich finde es immer schwierig zu sagen, weil ich meine, wir haben so oft irgendwelche belanglosen Filme, wo einfach anderthalb Stunden irgendwas aus irgendeinem Leben von irgendwelchen Leuten erzählt wird, wo du dann auch hinterher denkst, oh, netter Ausschnitt eines Lebens, wie geht's weiter? Ja. So, ist klar, es ist ein Ausschnitt aus dem Leben von den beiden und seine Geschichte ist auch noch tiefer gehend als jetzt nur, dass er 26 Jahre weg war. Es gibt Gründe, warum er weg war und es gibt
aufzuarbeiten, warum sie eigentlich so eine blöde Kuh ist am Anfang. Ja, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ich fand ihn verdammt gut. Kostet ja nichts also bei Netflix. Kann man ja mal mitnehmen jetzt in der Sommerzeit. Ne? Eben, guckt doch einfach mal rein. Wenn es euch zu heiß ist draußen, legt euch aufs Sofa und schaut einfach mal den Film an. Das ist ganz cool. Okay. So machen wir das. Und dann schreibt da bitte einen Kommentar auf kinocast.net. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, der Chris ist wieder da. Bin wieder da. Super. Ja, der Chris guckt den dann auch nochmal den Film und sagt uns dann, wie er den fand. Nein, aber danke für das Angebot. Aber vielleicht interessiert dich ja mein Film, den ich habe. Nein, aber danke für das Angebot. Achso, Entschuldigung. What? Du weißt doch gar nicht, was es ist. ich habe nämlich vor längerer Zeit hatte ich mal, da gab es bei Amazon irgendwie billig DVD und Blu-ray oder so, da habe ich mir von Doom die Extended Edition gekauft. Ich war damals von dem Doom-Kinofilm ein bisschen enttäuscht und dann hatte ich irgendwo gelesen, ja, bald kommt eine Extended Edition, die dann wirklich der kompletten Fassung entspricht, wo dann auch so ein bisschen Splatter und Gore und sowas drin ist, wie man eigentlich Doom halt kennt, ne? Und da habe ich mir die bestellt, die hat irgendwie so 5 Euro oder so gekostet, die Blu-ray und so. Da habe ich gedacht, kannst du nichts falsch machen. Guckst du dir mal an und es lag jetzt ewig bei mir rum. Habe ich jetzt mal reingehauen. Und zum einen wusste ich gar nicht mehr so richtig, wer da alles mitspielt in dem Doom-Film. Dass da zum Beispiel, also Dwayne Johnson spielt ja da die Hauptrolle. Und Carl Urban, den wir ja kennen jetzt mittlerweile aus Star Trek zum Beispiel oder... Ach, da haben wir auch wieder Star Trek, siehst du, wir hatten vorhin schon Johnny Cho. Wo hat er noch mitgespielt? Ich glaube, bei Dread, glaube ich, in dieser Neuverfilmung. Ja, an sich, die Story ist halt Doom-mäßig ziemlich Banane. Also da geht es halt um diesen Planeten, wo die drauf müssen. Und dann ist da irgendwas mit einem Wissenschaftslabor, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Und letzten Endes müssen die dann so durch diese Gänge durch und die ganzen Monster dann abschießen. Dann gibt es auch noch intern ein paar Querelen, dass da nicht alle am selben Strang ziehen und dann müssen auch noch die nicht an dem Strang ziehen, auch noch jagen sich gegenseitig. Jetzt hier im Vergleich, ich habe das auch bei Schnittberichte mir dann hinterher durchgelesen, was da so die ergänzenden Szenen sind. Da sind tatsächlich sehr, sehr viele splatterige und gorige Szenen drin mit Kettensäge, mit halt viele Blutszenen, gerade so diese First-Person-Szenen, wo die dann so durch die Gänge sind, die im Originalfilm irgendwie viel zu kurz waren, wo ich dachte, boah, das war aber jetzt, das, was eigentlich Doom ausmacht, war viel zu kurz nur. Das ist hier richtig lange drin und dann sind auch noch ein paar zusätzliche Szenen drin, wo ich jetzt nicht so den richtigen Vergleich hatte, weil ich den Original oder die Kinofassung schon nicht mehr in Erinnerung hatte. Ist halt doch schon etwas länger her, denn der Film ist ja von 2005. Ja. Aber vielleicht kann ich denjenigen, denen der Original, also die Kinofassung mit 104 Minuten nicht so viel Freude gemacht hat, das auch nochmal nahelegen, wenn ihr das irgendwo erwischt. Ich gucke mal jetzt nebenbei gleich mal, ob es bei Amazon jetzt die Extended kostet mittlerweile. Da kann man nämlich ruhig mal einen Blick da reinwerfen. Extended Edition, hier ist es. Kostet mittlerweile 7,99 die DVD. Wo sind die Blu-Ray? Finde ich gar nicht. Aber findet ihr schon raus, liebe Hörer, wenn ihr die Blu-Ray wollt. Also, dann kann man ruhig mal da einen Blick riskieren. Kennt ihr den Film? Bestimmt mal gesehen irgendwo. War ewig her. Ja, ich fand den ganz mies. Ja, ich auch. Aber jetzt mit der Extended sind wenigstens noch die coolen Szenen noch mit drin, die sie damals rausgeschnitten hatten. Ja. Vielleicht mal noch einen Blick riskieren. Jo, dann sind wir soweit durch mit den gesehenen Filmen. Und bevor wir in die Trailer gehen, machen wir die Filmstarts der Woche und die Kinocharts. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart sieht es wie folgt aus. Ich lasse euch dann später gleich mal raten, was erster Platz ist. Ich fange mal bei der 10 an. Meine teuflisch gute Freundin. Platz 9, Die Farbe des Horizonts. Platz 8, Ein Lied in Gottes Ohr. Platz 7, Papillon, 2018er Version. Platz 6, Skyscraper. Platz 5, Catch Me. Platz 4, Mission Impossible Fallout. Über den ich nur Gutes gehört habe, übrigens. Ja. Aber ich gehe trotzdem nicht rein. Platz 3, Mamma Mia, Here We Go Again. Platz 2, Hotel Transylvanien 3.
Was könnte wohl die neue Nummer 1 sein? Ant-Man and the Wasp. Ja, genau. Ant-Man and the Wasp hier in Stuttgart. Völlig zu Recht. Cooler Film. Naja. Doch. Naja. Auf jeden Fall. Ich guck gerade mal. Also bundesweit ist Ant-Man... was ist das für eine Woche hier? Ach nee, das ist jetzt noch nicht das volle Wochenende drin. Okay, dann passt das nicht. Dann lese ich es mal gar nicht vor, wenn das nicht stimmt. Am 9.8. starten folgende Filme hier in Stuttgart. Dieser Mac, M-E-G oder... Ich weiß nicht, ist das Mac oder M-E-G? Megalodon. Dieser mit dem Jason Statham mit Haien hier. Der Riesenhai. Ja. Mhm. Actionstar Jason Statham bekommt es als einziger Kapitän und Taucher mit einem gewaltigen Urzeithai zu tun, der ein Forschungs-U-Boot im Pazifik attackiert. Sauerkraut-Koma startet der fünfte Krimi aus der Eberhofer Reihe mit Sebastian Betzel in der Hauptrolle. Da freue ich mich dann schon, wenn der im Fernsehen läuft, den gucke ich wieder an, lache ich mich kaputt. Vollblüter, gute Mädchen können auch böse. Gelangweilt und dekadent im schwarzhumorigen Thriller von Corey Finlay planen zwei Teenagerinnen aus der Oberschicht einen kaltblütigen Mord. Deine Juliet, Verfilmung des gleichnamigen Romans um eine Journalistin, die einen Buchclub auf den Kanalinseln besucht und die Vergangenheit der deutschen Besatzung auffühlt. Animationsfilm startet noch, der heißt Ganz im Glück, also ganz wie die Gans. 3D-Animationsfilm für die ganze Familie, für die ganze Familie, über die Abenteuer eines eigenwilligen Gänserichs, der gegen seinen Willen zwei niedliche Entenküken adoptiert. Der läuft nicht bei uns, der auch nicht, der auch nicht. Nee, dann war's das. Also Animationsfilm für die Ferienkinder und ja, Mac für die Erwachsenen und was zum Lachen, Sauerkraut-Koma. Und ansonsten läuft ja... Mac Ryan. Ansonsten läuft ja... Ach, fällt mir ein, ich habe gestern bei Schläferz geguckt, King Kong gegen Godzilla. Das war so geil. Ich liebe ja Godzilla-Filme. Herrlich, ey. Und dann die Kommentare noch und was dann auf Twitter abging. Ich möchte jetzt mal echt wirklich wissen, ich sag Mac Ryan und dir fällt King Kong ein. Nee, weil gerade diese Uhrzeit, ich habe gerade nochmal gelesen. Ach so, wegen Mac noch. Mit ja. Uhrzeit, Uhrzeitviech oder sowas, deswegen bin ich irgendwie gerade, ist mir es wieder eingefallen. Ja, großartiger Film, vielleicht hat es ja auch jemand geguckt. Ne? Okay, dann gehen wir mal in den Trailer-Bereich, oder? Oh, ich habe hier mal ein paar gesammelt. Ich glaube, wollen wir der Reihe nach oder ja? Ja, die sind ja eigentlich relativ schnell besprochen. Ja. Der erste vor allem. Der erste, zwei Personen sitzen am Tisch und starren sich an. So eine Art, weiß nicht, Ingmar Bergmann oder Linklater-Film oder so, keine Ahnung. Neue Netflix-Miniserie von dem Macher von True Detective. Mit Dings hier. Seth Rogen. War das doch Seth Rogen? Nee, ist es Seth Rogen? Mir ist gerade Seth Rogen eingefallen. Ich dachte gerade, es wäre falsch irgendwie. Aber auf jeden Fall. Warte mal. Emma Stone, oder? Emma Stone auf jeden Fall, aber ja. Ist nicht Seth Rogen. Warte, ich gucke. Und ja, wird wahrscheinlich so eine. Wie heißt Jonah das? Hill. Jonah Hill, siehst du? Ich dachte nämlich gerade, irgendwie Seth Rogen, aber ich dachte, nee, das war falsch. Und dann sagst du. ja, so eine Mid-Season-Serie, würde ich mal sagen, ne, oder? Die startet doch jetzt irgendwie im Sommer. Also werden wahrscheinlich so ein paar Folgen sein. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich auch nicht. Das ist halt dieser Trailer, sofern man es überhaupt Trailer nennen kann, der verrät ja gar nichts. Eher so eine Stimmung irgendwie. Aber ganz komisch. Ich werde die alle mit verlinken wieder in den Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken, liebe Hörer. Robin Hood. Und ich weiß nicht, ich oute mich jetzt mal, ich habe früher die Robin Hood, die Serie geguckt. Mit Jason Connery, jawohl, der Sohn von John Connery, hat da mitgespielt. Und ich denke mal, da war das doch, ja. Und dann gab es auch diverse Filme und so. Ich habe die alle irgendwie gesehen, die mit Kevin Costner und so. Und die irgendwie alle. Aber irgendwie dieser Film, der sieht für mich so aus wie irgendwie so eine Mischung aus Assassin's Creed und irgendwie alles so zusammengebracht. Irgendwie so, jetzt wollen wir mal was machen, damit die jungen Kids auch was mit Robin Hood anfangen können, oder? Irgendwie schon. Also ich fand den ein bisschen überladen, den Trailer. Also das wirkte, ja, und dann auch so dieses... Was sagt der Chris? Der Chris will auch gar was sagen.
Will der Chris was sagen? Ja. Sag nur ja. Ja. Für mich gibt es eigentlich nur zwei richtig geile Robin Hood Filme. Der eine ist Robin Hood von Disney. Robin Hood und Diddle John gingen im Wald spazieren. Jodel da, die Kinder, welch ein Tag. Ah, schön. Und Helden in Strumpfhosen. Es war so klar, dass du das jetzt sagst. Mel Brooks. Jedes Mal, wenn die einen Robin Hood Film drehen, brennen die unser schönes Dorf nieder. Lass uns in Ruhe, Mel Brooks. Ja, ah, aber das war genial. Nochmal zurück hier zu dem Robin Hood. Das sieht für mich so häufig so nach Arrow aus, nach der Serie. Mhm, ja. Auch so mit dieser Kapuze und so. Jetzt bist du nicht mehr Robin. Jetzt kriegt ihr aber auch Post. Jetzt guckst du. Jetzt bist du nicht mehr Robin, du bist jetzt Robin Hood. Und dann setzt er so seine Kapuze auf und so. Ach nee, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht wird's ja was. Man weiß es nicht. Wenn der Chris jetzt gerade nicht da ist, dann ja, weil... Der kommt gleich wieder. Achso. Glas? Oh, cooler Trailer. Definitiv, ja. Richtig gut. Und ich hab damals Split gesehen und wollte unbedingt Unbreakable dahinter nochmal angucken, weil es ewig her war. Und glaubst du, den gibt's nirgends zum Streamen? Du kannst ihn überall nur kaufen oder leihen. Ja, da kaufen halt. Was kostet die Welt? Guter Film. Ja, natürlich. Aber Glass sieht richtig fett aus. Unbreakable. Ich guck grad mal. Den gibt es nirgends. Außer, das ist neu dazugekommen irgendwo. Gratis. Ist bei keinem Anbieter gratis. Okay, musst du überall kaufen. Ja, ja. Es ändert sich ja immer mal. Ja, und eben. Kannst auch Benachrichtigungen setzen, falls es da... Jo, ja, nee, coole Szene. Also am Anfang sitzen dann Bruce Willis, James McAvoy und Dings hier, oh, ich hab's heute mit Namen irgendwie, ja, zu dritt in einem Raum und man denkt schon, boah, das wird gut, ey. Allein schon die Atmosphäre und dann auch die Ausschnitte, die man gesehen hat. Also das ist so ein, also den muss ich gucken, den muss ich im Kino sehen. Ja, und auch bekannte Gesichter sind wieder dabei. Also mal abgesehen von den dreien, ja, ist ja auch die junge Dame aus Split wieder dabei. Mhm. Ja, die ich ja total abgefahren finde. Die hat so ein total abgefahrenes Gesicht. Die hat so ein total, also wenn ich die irgendwo sehe, weiß ich sofort, wer sie ist, wo sie über mitgespielt hat. Weil die hat so ein, weiß nicht, die auch, also die sieht anders aus wie andere Menschen. Irgendwie gruselig, aber cool. Ja, irgendwie. Man erkennt sie wieder. Man ja, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, ja, ja. Warte mal, Chris kommt, glaube ich, gerade wieder. Na, Chris ist wieder da, der hat sich gerade das Knie angeschlagen. Ganz schön dolle, aber er weint jetzt nicht hier ins Mikro. Musst du ein bisschen gegen die Tränen. Kann ich pusten kommen? Gegen die Tränen kämpfen. Ist schon okay. Ist es normal, dass die Kniescheibe rausguckt vorne? Ja, ne? Wenn da so Blut runter rinnt oder so, dann nicht. Ne? Ja, das bin ich gewohnt. Wir sind gerade bei Glass, bei dem Trailer. Das habe ich mir halb gedacht, auf den freue ich mich. Ja. Ja. Also, ja. Dann machen wir gleich weiter mit Venom. 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 Das ist ja sozusagen der erste Super-Schurken-Film, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Anti-Held. Anti-Held ist die richtige Bezeichnung? Okay, ja. Danke. In dem Fall, ja. Also, Venom ist Anti-Helden. Auch cool. Das hat jetzt aber, jetzt muss ich blöd fragen, ich hoffe, ihr lacht mich nicht aus, das hat jetzt nichts damit zu tun, es gab da auch mal so ein schwarzes Ding, was Spider-Man erobert hat irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Venom. Ah, okay. Das ist genau, nur halt eine andere Geschichte halt in dem Fall. Also das ist quasi ein böses, schwarzes Etwas, was von Leuten Besitz ergreift. Oder wie muss genau. Man, ja, okay. Also es gab das eine Mal Venom als quasi als außerirdisches Wesen, was auf die Erde landet. Das ist das, was in dem Spider-Man-Film passiert. Und jetzt in dem Fall ist ja Venom quasi gezüchtet im Labor. Okay. Wird das irgendwo gesagt? Ja. Habe ich irgendwie nicht mit dem Labor. Ah, gut. Also es kommt zumindest im Trailer. Ich gehe mal davon aus, dass es dahingehend anpassen werden. Ich war so beeindruckt von dem ganzen Tom Hardy. Oh, herrlich, ey, der Typ. Sau gut, ey. Wobei, Tom Hardy hat in welchen Filmen mitgespielt?
Denken wir mal ganz kurz nach. Was? Hat in vielen Filmen mitgespielt. Ja, ja, der hat in vielen Filmen. Wo hat er zuletzt mal mitgespielt? Also auf jeden Fall mal Venom, ne? Inception. Ja. Venom hat er eine Maske auf. Mad Max hat er eine Maske auf. Ah, Mad Max. Dünnkirchen hat er keine Maske. Hat er da auch eine Maske auf? Eine Pilotenmaske, doch. Eine. Ja, The Dark Knight Rises. The hat Revenant. Eine Maske auf. The Revenant hat er keine Maske auf. Ja, da hat er mal keine auf. Aber Kind 44 hat man das nie, hat er keine Maske auf. Er steht, glaube ich, auf Rollen mit Masken. Ja, also die erfolgreichsten Rollen, glaube ich, hat er mit Maske auf. Inception? Hallo? Für ihn Erfolg. Oh. Okay. Du weißt doch, Inception war mit Leonardo DiAngelo. Leonardo DiCaprio. Aber jetzt sei natürlich mal die Frage gestattet, ist Venom nur eine Maske? Nein, aber er hat halt Venom. Was vom Gesicht. Ach so, okay. Venom ist übel. Ich glaube, das wird hier in den USA wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so durchgehen, so ab 12 oder ab 6 Jahren freigegeben, aber in Deutschland sieht der doch ziemlich gruselig aus, der wird bestimmt irgendwie eine 16er Freigabe oder so bekommen, oder? Ich weiß nicht, was er da alles so veranstaltet, ob man das sieht. Also im Trailer sagt er ja, bei diesem einen, der da den Überfall macht in dem Lädchen da, sagt er, ja, ich reiß dir die Arme raus und die Beine raus und dann robbst du da nur noch mit deinem Torso da rum und sowas. Also wenn die das natürlich dann zeigen, also dann, puh, das wird dann ziemlich splatterig. Aber das wäre cool. Cooler Trailer auf jeden Fall. Und das ist ja auch Marvel, ich meine, die haben ja mit Deadpool dann auch gezeigt, dass sie so R-rated Sachen können und dass die auch erfolgreich sein können. Ich freue mich da sehr drauf. Ich mag es, wenn es so ein bisschen düsterer auch ist. Ja. Aber das heißt ja dann, das habe ich ja was entdeckt. Das heißt ja dann, dass hat ja Tom Hardy nicht nur in einem DC-Film mitgespielt, sondern auch in einem Marvel-Film. Ist das überhaupt tolerierbar für euch echte Fans hier? Das ist Tom Hardy. Das ist alles tolerierbar. Kann alles machen, okay. Das ist wie früher Pamela Anderson durfte alles spielen. Das ist wie Benedict Cumberbatch, der kann auch alles spielen. Okay. Ich sehe das auch nicht so eng. Also. Ja. Alles klar, also die Crowd ist besänftigt, dann freuen wir uns mal auf. Achso, ich wollte eigentlich daneben noch schreiben, wann die anlaufen, das habe ich vergessen in unserem Dokument. Einen haben wir noch. Mutterfuckers. Einem Wort geschrieben, Mutterfuckers. Ja, ich wollte es jetzt nicht ganz so sehr, nicht, dass wir einen Explicit Tag machen müssen. Ein ziemlich kurioser Trailer, der sieht sehr nach. Weiß nicht, so B-Boy-Style aus, gezeichnet, also Animationsfilm. Die Story erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, wirkt aber. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Ist aber so ziemlich Erwachsenenhumor und so Ghetto-Humor und macht irgendwie einen extrem coolen Eindruck. Und da wird auch ein bisschen referenziert, dass der auf diversen Veranstaltungen lief, die so auch in dem Umfeld sind und dass er da sehr gut angekommen ist. Also er interessiert mich jetzt prinzipiell. Ich würde da jetzt, glaube ich, nicht dafür ins Kino gehen. Für die Sneak wäre da, glaube ich, cool. Hoffentlich, wenn dann auch im Original vielleicht mit Untertiteln, dass man den Original-Slang mit drin hat, weil es lässt sich, glaube ich, ganz schlecht übersetzen, solche Geschichten. Siehe Ali G in the house. Oder Chris, du hast ihn vorhin gerade noch geguckt? Ja, mich hat es nicht so abgeholt. Okay. Naja, er ist nur Trailer, schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt mal eine Rangfolge bilden müsste, was mich jetzt so am meisten interessiert, ich lasse mal die Serie raus, weil die kann man ja gucken, also von den Vieren. Platz 1 ist bei mir Venom, Platz 2 ist Glass, Platz 3 Mutterfuckers und Platz 4 Robin Hood. Weiß nicht, bei euch irgendwie also wahrscheinlich. Ich find Glass schon fast krasser wie Venom. Ich habe schon mehr Bock auf Venom. Auf Glass als wie auf Venom. Okay. Ja, und Maniac, ja, Serie, komisch, wie du schon sagst. So, ich werde jetzt mal trotzdem mal ganz kurz gucken nebenbei, wann die anlaufen. Soll ich jetzt auch noch mein Ranking abgeben? Ja. Kannst du nur sagen. Also ich hätte am meisten Bock, hätte ich auf Venom und danach kommt Glass, das heißt Robin Hood steht auf 1. Robin Hood auf 1? Nein, ich nehme das, was kommt, Punkt aus Ende, ich bin da jetzt nicht so. Das was in das Sneak kommt. Also Venom ist ja angegeben mit 3.10.2018. Wäre natürlich super, ist ein freier Tag. Glass war's. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, wie der Film hieß. Glass Cage, Glass House, Schloss aus Glas. Glas, hier.
17.01.2019. Also wir müssen uns an der Kinokasse nicht entscheiden, ob wir in den einen oder den anderen gehen. Der eine läuft erst 2019 im Januar an. Da kann man also vorher noch getrost in Venom gehen und wenn der dann aus dem Kino raus ist, dann in Battle Angel Alita, den wir letzte Woche vorgestellt haben, dann wird alles gut. Ja. Das dazu. Ich freue mich auf die Meinungen der geschätzten Hörer. Wenn ihr die Trailer gesehen habt, dann lasst mal einen Kommentar da und genau, sagt mal, was ihr euch da so am meisten freut. Okay, dann gehen wir mal so ein bisschen in den allgemeinen Bereich rein. Zum einen den hier. Briefkasten. So, zum einen hatten wir da Kommentare zu Ant-Man and the Wasp vom Super Goofy. Da finden sie mich ganz toll, dass während die anderen Podcasts alle Sommerurlaub machen, liefern wir weiterhin Content ab. Wir müssen ihm ja jetzt nicht sagen, dass es ein Unterschied ist mit, der, mit den Ferienzeiten hier, dass wir in Baden-Württemberg als letztes Ferien haben, aber gut, nee. Wir werden dann auch mal eine kleine Pause einlegen, dann so habe ich ihm auch schon angekündigt, dann so, wenn die Gamescom ist und so. Und da werde ich dann auch mal irgendwie ein bisschen im Urlaub sein danach. Ja, dann, bis dann müssten aber die anderen Podcasts alle wieder sendebereit sein, aber irgendwie kriege ich das gar nicht so mit, also in meiner Filterbubble senden die Podcasts alle fröhlich weiter. Also ich weiß nicht, Super Goofy, was hörst du denn noch für Podcasts? Ich weiß, du bist auch, glaube ich, der auch den Eishockey-Podcast hört. Ja, was hörst du denn noch so für Podcasts, die jetzt alle gerade Sommer? Was für ein Eishockey-Podcast hier? Ja, das war doch der Super Goofy, oder? Der hat auch bei dir schon mal kommentiert. Der hat mal reingehört, ja, klar. Wenn ich mich recht erinnere. Klar. Ja, dann hatte ich noch ein was, nämlich der Markus M., ich nenne jetzt mal den Nachnamen nicht. Nachname ist aber der Redaktion bekannt, wie es so schön heißt. Hat uns eine Spende geschickt. Das heißt, die Serverkosten für mindestens 3 Monate damit gedeckt. Vielen Dank, Markus. Danke, vielen Markus. Dank. Dann hatte ja der, Kate, weißt du, wie der jetzt, der mit seiner Fahne. Nee, warte mal. Ich gucke. Hat uns ja das war der HSV-Fan, ne? Ja, genau. Ja, der HSV-Fan. Der sich jetzt gerade fragt, der Matthias. Gleiche Liga, gleiches Tabellenbild. Nee, andere Liga, gleiches Tabellenbild. Der Matthias. Genau, wir wollen ja nicht zu sehr drauf rumhacken. Nein. Der hat meinen Fahnenmast bestellt. Genau. Über Amazon. Und hat uns jetzt bei Instagram ein Foto davon geschickt. Rechtzeitig zum Saisoneröffnung steht der Fahnenmast mit der HSV-Fahne. Grüße an den Kinocast und an Kate. Ja, genau. Ja. Es gab auch andere, ich hatte ja letzte Woche mal aufgerufen gehabt, doch mal den Hashtag Kinocast irgendwie zu verwenden oder einen Kinocast zu verlinken, um zu zeigen, wo man die Sendung gerade hört. Und da hatte auch der Mikes auf Instagram Spaziergang mit der Kleinen, hat er nämlich der ist nämlich vor kurzem erst Papa geworden, hat er nämlich einen Kinderwagen und hört dann auf den Ohren den Kinocast, hat er geschrieben. Also ihr könnt ja wenn ihr Instagram habt, einfach Mike mit I, M-I-K-E, Mikes, M-E-I-X. Oder ihr sucht einfach nach dem Hashtag Kinocast, dann findet ihr das ganz oben und könnt das natürlich auch sehr gern nutzen. Und auch ja, Fotos schicken, wie ihr gerade den Kinocast hört oder einfach einen Gruß aus dem Urlaub senden. Und da sind wir nämlich gleich bei dem nächsten Punkt. Wir hatten ja vorhin in dem Film Searching so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen digitaler und analoger Welt, dass das alles gar nicht so richtig zusammenpasst. Und ich habe mal eine Idee von meinem Kumpel Reiko aufgegriffen, der den Nachtzug nach Hamburg Podcast macht. Und der hat immer mal eine schöne Aktion. Jedes Mal, wenn er irgendwie eine größere Reise gemacht hat, hat er gesagt, er macht eine Postkartenaktion. Das heißt, wer von ihm eine Postkarte geschickt haben wollte aus dem Urlaub, sollte einfach die Adresse schicken per E-Mail vorher. Und das würde ich euch, liebe Hörer, auch anbieten. Das heißt, wenn ihr eine Postkarte möchtet von meinem Urlaub, das heißt, ihr wisst ja jetzt noch nicht, wo das sein wird, wo ich hinfahre, dann könnt ihr euch überraschen lassen. Dann bekommt ihr eine richtig schöne, ja, richtig echte Postkarte. So richtig in der analogen Welt, so eine Verknüpfung digital-analog. Ihr müsstet dann halt nur
eure Adresse mir schicken an erik@kinocast.net. Natürlich alles DSGVO-konform. Also ich wollte gerade sagen, müssen Sie ja nicht noch das Formular ausfüllen oder so. Also ihr müsst euch natürlich bewusst sein, dass ich die Adressen mir irgendwie notiere und mitnehme. Ja, also das am besten stellst du einfach ein Formular auf die Seite, das sollen sie dann unterschrieben mitschicken. Oh nee, also keep it simple. Also wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr euch gewahr seid, dass die Adressen, dass ich die kurzfristig mal irgendwie mir auf den Zettel schreibe und mitnehme und vom Urlaub aus euch eine Karte schicke, dann schreibt mir an erik@kinocast.net, also Erik mit C, einfach eure Adresse, Stichwort Postkarte in dem Betreff und dann werde ich mir das abspeichern und dann bekommt ihr, wenn ich dann im Urlaub bin, eine richtige schöne Postkarte mit ein paar Grüßen drauf. Jawohl, das biete ich jetzt einfach mal an. Als Verknüpfung digitale und analoge Welt. Ich werde es auch in den nächsten Sendungen nochmal darauf hinweisen. Was schickst denn du hier gerade? Kino, Shortfilm? Das ist nicht so wichtig, guck's dir nachher. Kinocast. Okay. Alles klar, dann sind wir, denke ich mal. Jetzt gucke ich nur nochmal in die Amazon-Sachen. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Dann werfe ich mal einen Blick rein, was mittlerweile bei Amazon über unsere Affiliate-Links bestellt wurde. Wer uns damit unterstützt, hier den Kinocast Planet Erde Teil 2. Eine Erde, viele Welten. Eine 4K Ultra HD Blu-ray. Wow. Ein Telefonkabel von TPFnet. Ja, so ein Telefonkabel halt, ne? Wo auf der einen Seite, wo es ins Analoge reingeht, ich wusste gar nicht, dass sowas noch gibt. Ein Game Controller passend für Nintendo Classic Mini. Ah, cool. Und ein Verlängerungskabel dafür. Ha, will wohl jemand von der Couch ausspielen damit. Dann viel Spaß damit. Danke an alle, die das genutzt haben. Wer auch weiter den Kinocast unterstützen will, findet das auf kinocast.net ganz oben. Danke für eure Unterstützung. Oder macht's wie die anderen hier einfach auf Amazon über unsere Affiliate-Links was bestellen. Für einen Urlaub oder so. Dann kriegen wir da eine kleine Provision. Okay, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Und wir hören uns dann, wenn alles klappt, nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. In einer weit entfernten Forschungseinrichtung wurden gerade die letzten 10% des menschlichen Erbguts entschlüsselt. Und damit brach die Hölle los. Bis bald im Kinocast.